Hallo und herzlich willkommen zu Gran Turismo 7. Wir machen weiter und wir sind im Café. Wir haben nämlich etwas übersehen, der Sammlung der japanischen FR-Sportwagen. Die zwei wollen wir ja erfahren. Jetzt müssen wir halt hier noch auf Start drücken, ne? Und dann geht es natürlich los, ganz klar. Gut. Können Sie mit dem Begriff FR etwas anfangen? Ja. Das sind Autos mit vorne verbautem Motor und Hinterradantrieb. Anders gesagt, die hinteren Räder treiben das Auto an, die vorderen dienen zum Lenken. Okay. Soweit kennen wir uns aus. Sammlung japanischer FR-Sportwagen. Schön, dann wollen wir die beiden halt mal gewinnen, ne? Ja, jetzt haben wir unseren Zielmarker wieder hier oben. Und dann hier genau, hier müssen wir hin. Dann natürlich nach Japan. Und dort werden wir wohl zwei Rennen fahren und die beiden Fahrzeuge gewinnen. Genau. Fangen wir mal mit dem Tokyo Expressway an. Geschenkauto dritter Platz oder höher, kennen wir ja. Wir brauchen ein japanisches Auto mit FR-Antrieb. So. Das ist natürlich bitter, ne? Dass wir jetzt nur den einen hier haben. 450. Wir probieren es mal mit dem, auch wenn ich denke, dass der ein bisschen lahm ist. Aber wenn wir nichts reißen, dann tun wir ihn einfach tunen und dann probieren wir das Ganze nochmal. So. Ja, FR Challenge Tokyo Expressway. Mitte im Uhrzeigersinn, zwei Runden. Das könnten wir hinkriegen. Den Eunos Road, da gibt es dann von 89. Okay. So, da lang. Tokyo Expressway sind wir ja gerade eben erst gefahren, ne? Im letzten Teil der Meisterschaft. Jetzt schauen wir mal, wie wir mit dem Rennen hier zurechtkommen. Aber ich sehe schon, das wird hart werden, wird jetzt schon hart werden. Wie gesagt, wir wollten sowieso mal ein Auto tunen, ein paar Teile kaufen. Das können wir dann hier machen, ne? Wir kommen ja fast gar nicht ran. Aber das war mir wirklich schon von Anfang an klar gewesen, dass so etwas passiert. Das macht nichts, wir kämpfen uns trotzdem durch dieses Rennen. Es sind ja nur 8 Fahrzeuge, dritte müssen wir werden. Aber wir wollen schon den ersten Platz fahren. Wobei da eigentlich gute Geschwindigkeit, der braucht ein bisschen, bis er von der Geschwindigkeit kommt. Aber wenn, dann geht da auch was, ne? Würde ich mal sagen. Aber es hilft nichts, wir werden auf jeden Fall etwas Geld investieren müssen. Und wenn es nur für zwei Rennen ist, beziehungsweise drei Rennen, weil das muss ich auf jeden Fall wiederholen, wenn wir hier einen schlechten Platz legen. Na gut, ist ja schon auf dem Platz. Sechsten Platz. Von 8 aus habe ich die Mauer gerammt. Ne? Ich bin jetzt nicht aufgepasst. Okay. Letzte Runde. Ja, 1,55 ist schon bitter, ne? Das ist schon sehr langsam. Mal gucken, wir haben jetzt in der ersten Runde 2 Fahrzeuge überholt. Ne, wir haben jetzt nochmal 2 überholt. Schon wieder drin, ne? Immer wenn ich so gegen die Mauer fahre, dann gucke ich hier auf die Zeiten oder in der Weltgeschichte rum. Ja, klar, beste
besten Abschnitt sind wir jetzt gefahren, also für uns selber. Da unten sogar die schnellste Runde 1,55, also wir sind die schnellste Runde gefahren. Da haben wir keinen überholt. Oder die 7 und die 8. Ja, bitter, sehr bitter. Jetzt sitzt in den Tunnel. Der quetscht uns mal rechts vorbei, oder? Das ist halt auch das Problem, ne? Wenn wir hier. Wir verlieren massiv an Geschwindigkeit. Wenn wir irgendwas rammen. Platz 5. Aber gut. Das macht uns nichts, ne? Wir wissen ja ganz genau, wie wir das Ganze ändern. Ja, der erste platziert das ewig vorne, erst 10 Sekunden vorne, also das ist schon hart, ne? Und wir steuern langsam, aber sicher auf die Zielgerade zu. Wir kennen diese scharfe Kurve hier. Ja, die sind schon im Ziel, die anderen mehr als Fünfter. Das ist natürlich nichts, ne? So, macht uns aber nichts aus. Plus 12 Sekunden. Okay, hier steht er rum, ne? Und oh, ja, verloren. Gibt dann immer noch ein bisschen Geld. Und Kilometer. Kilometer ist ja auch gut, ne? Kriegen wir hier ein Ticket, können dann 2 einlösen. Jetzt tun wir erstmal das Auto ein bisschen herrichten. Verlassen. Und dann probieren wir das Ganze einfach nochmal. So. Wir haben ja unseren Silvia ausgewählt. Jetzt müssen wir dahin Tuning Shop. So, wir sehen schon, hier oben haben wir Sport. Achso, da drehen wir uns. Okay. Club Semi Rennen. Extrem ist noch nicht freigeschalten. Und wir möchten natürlich auf jeden Fall, dass das Auto ein bisschen, ja, Gewichtsreduzierung macht auf jeden Fall Sinn. Müssen wir natürlich auch Schritt für Schritt kaufen. Erst Stufe 1, dann Stufe 2, dann Stufe 3. Und hier sehen wir es, hier haben wir dann Stufe 2. Das kann man nicht überspringen. Dann einen Sportcomputer. Der gibt uns mehr Leistung. Das ist auch okay. Ein Sportluftfilter gibt uns auch mehr Leistung. Was noch ganz gut wäre, ist natürlich Sportbremsbeläger. Für 300 Credits ist das natürlich das A und O. Straßenaufhängung, Sportreifen. Wir schauen mal. Rennreifen sind, das ist Matsch. Wir nehmen uns noch 111, okay. Dann haben wir 116. Gucken wir aber jetzt erstmal, ob ich noch hier irgendwas not available in der Schale. Aber Turbo geht. Kostet halt irgendwas, ne? Nehmen wir mal einen 144 Leistungspunkte. Dann haben wir die mittlere Drehzahl. Da sind wir schon bei 151. Ich denke, das reicht auch hier, ne? Mal 10.000 ausgeben und das reicht. So, alles andere ist Quatsch. Hier Rennen haben wir natürlich noch Rennreifen. Kostet natürlich schon ein bisschen, ne? Aber das macht jetzt gerade keinen Sinn, weil wir gar nicht mit Rennwagen fahren dürfen, sondern mit Straßenfahrzeugen. Deswegen lassen wir die Reifen mal drauf. So, GT Auto, das gucken wir uns auch noch an. Fahrzeug, Wartung, Service,
Hier gibt es Ölwechsel, Fahrzeugwaschen. Na, hier sehen wir das Autowäsche, Ölwechsel, Motorüberholung. Aber bei uns ist ja sowieso alles im grünen Bereich. Breite Karosserie. Nee, also das braucht ja nicht. So, hier drüben Fahrerausrüstung. Helm. Ja, Anzug. Aber da. Das machen wir später irgendwann mal. Fahrzeuganpassung. Hier zum Beispiel können wir Räder, ja, müssen wir halt kaufen. Da BBS haben wir hier und Inkai, KMC, alles was das Herz begehrt. Kostet halt ein wenig Geld immer, ne? So, nein, ist jetzt eigentlich nicht so, ist nicht so toll. Hier gab es die bunten, ne? Waren die hier gewesen? Nee, da müssen wir mal bei, oh, bei Z auch nicht. Race, ja, bei Race waren die gewesen. Die fand ich ja immer so toll. Die gibt es ja schon seit es GT gibt. Das ist ja cool. Dein Grün. Aber ich denke, da sieht es auch schön aus. 2500. Die kaufen wir uns. So, dann natürlich Lackfarbe. Können wir natürlich auch ändern. Da gibt es so viele hier, ne? Also Flakes, Metallic, Matt, Satin, fluoreszierend, also was das Herz begehrt, ne? Und das sehen wir schon. Das ist doch ganz cool, ne? Also dieses. Hier so viele Grüntöne, ne? Das ist doch hier Limette, ne? Nee, ne? Die Limette ist noch ein bisschen grüner, das könnte Limette sein. Steht es irgendwo? Naja gut, nehmen wir auch mal. So, dann haben wir natürlich noch Anpassungsteile. Ja, ja, das da, Flügel, Heck, dann auch dieser Diffusoren. Zum Beispiel Rennobjekte brauchen wir sowieso im Moment nicht. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Rennen abläuft mit unserem getunten Fahrzeug. Das ist schon viel mehr Power, ne? Von 99 auf 144 Leistungspunkte. Das ist schon mal eine richtig gute Steigerung. Jetzt erstmal speichern. Das dauert ein bisschen. Also wenn ich jetzt noch die ganzen Aufkleber genommen hätte und das Auto verziert hätte mit Aufklebern und dann warten wir ja ewig, bis wir fertig sind. Na gut. Ich würde so sagen, ich warte jetzt hier in Ruhe, bis es hier fertig ist mit dem Anpassen und dann machen wir im nächsten Teil, machen wir dann die beiden Rennen und dann sehen wir weiter. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut.